Alles tut weh, ich dir, da kannst du sehen, dass wie Aufentzug, Medizin so bitter, es ist mitten in den... Der animierte Typ vom Video gerade war ich, Gregor Hägle. Und der Ohrwurm, den er da singt, heißt Paracetamol. Ein Schmerzmittel im Pop-Bereich. Was hat es damit auf sich? Die Idee ist quasi, dass jeder irgendwie ein paar Menschen in seinem Leben hat, die, egal wie schlecht es einem geht, die halt einem den Schmerz nehmen, zumindest zum gewissen Punkt. Und das war halt die Idee hinter dem Song, für da mal so ein bisschen mal ein bisschen anders das zu beschreiben. Weil es gibt natürlich tausend Songs, so, die irgendwie beschreiben, du, wenn ich bei dir bin, ist alles gut, oder du nimmst mir, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber wir fanden das irgendwie mal einen ganz coolen Twist, das möglich mit so einer Schmerztablette eben zu vergleichen. Der Song geht aktuell durch die Decke. Viele positive Reaktionen kommen rein, obwohl nicht alle Paracetamol vertragen. Das Internet macht erstmal eine Ibuprofen-Version draus. So bekommt der Song Leben. So viele Leute geschrieben, dass sie Paracetamol nicht vertragen. Und es kamen so viele Leute, die haben gesagt, davon muss ich mich übergeben oder davon kriegt man Leberschäden oder davon, die haben es ein bisschen zu ernst genommen vielleicht. Aber dann hat sogar ein anderer Musiker hat dann eine Ibuprofen-Version sogar noch draus gemacht. Wenn wir beide gar nichts sagen würden, die Luft anhalten bis wir nicht. Von The Voice of Germany bis Let Me Go für den ESC-Vorentscheid, Gregor Hägle ist erstmal durchmarschiert. Seine erste deutsche Single, Bitte hass uns nicht, ist viel persönlicher. Sie erzählt von einem seiner besten Freunde. Da war ich mal in der Heimat in Stuttgart und dann haben wir halt gesprochen und da ging halt gerade seine Beziehung so ein bisschen kaputt. Und wir haben halt gemeint, dass das Blödeste, was eigentlich passieren kann, wenn sich die Wege dann trennen, dass dann nur noch Hass da ist. So, weil niemand ist fremdgegangen und es war eigentlich alles gut, halt nur die Gefühle waren halt nicht mehr so da. Lass uns vorne bleiben, klingt so falsch. Ob Paracetamol oder Bitte hass uns nicht, der rote Faden sind Gregors Texte. Und die basieren auf seinen Erfahrungen sowie den Kontakten. Was auch eigentlich bei fast jedem Song von mir so ist, dass das halt irgendwie von Leuten handelt, die einem total viel bedeuten. Also und halt Sachen, die einem nahe gehen, irgendwie die was mit einem machen. So. Und sowohl die Person, wenn es eine Beziehung ist zum Beispiel, auch wenn sie gerade zu Ende geht, das sind ja trotzdem Leute, die einem total viel bedeuten. Und bei Paracetamol eben, sei es die Family, sei es Freunde, sei es die Beziehung vielleicht sogar. Weißt du, es lohnt sich nicht, zusammen zu bleiben. Viele Songs sind bei Gregor schon ready to go. Deshalb liegt es nahe, dass er seinen Sound schon gefunden hat. Wie klingt er denn? Es sind ja jetzt erst zwei Songs draußen von, also Let Me Go mal außen vor gelassen. Und die Soundwelt ist generell ziemlich groß, aber was ich eben, das sagt glaube ich fast jeder neue deutsche Musiker oder Newcomer sagt, ich will anders klingen so. Aber wir versuchen halt so ein bisschen ganz leichte 80s-Elemente vielleicht mit reinzunehmen, aber nicht so wie jetzt Dua Lipa oder The Weeknd mäßig, sondern halt so ganz leichte Allüren. Dann gibt es ein paar Songs, die hören sich ein bisschen an wie von der neuen deutschen Welle, also ein bisschen freaky, aber trotzdem auch sanft. Vielleicht kann man damit irgendwas anfangen. Schmerzlos nah. Wir freuen uns auf Freaky Feelings. Gab es so bisher auch noch nicht. Die Ideen für neue Lieder liegen für ihn manchmal buchstäblich auf der Straße. Ich war da neulich wieder, bin ich mit dem Fahrrad gefahren und da hatte ich so einen Gedanken, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber ich dachte, Mann, schade, dass es davon jetzt keinen Song gibt. Ich würde jetzt gerne einen Song darüber hören. Und so entsteht es irgendwie ganz oft. Die Teilnahmen an Wettbewerben wie The Voice haben Gregor hierhin gebracht. Nochmal an einem Eurovision-Vorentscheid würde er aber erstmal nicht mitmachen. Ich war ja bei The Voice, dann war ich beim ESC und das sind alles so so Wettbewerbe eben und ich, ja genau, Shows essen, wo du halt so einen krassen Druck auf diesen einen Moment hast, was ja auch was Schönes sein kann, wenn man mit dem Druck halbwegs gut klarkommt so, aber für mich ist vor allem der Wettbewerbsdings, da habe ich gerade keinen Bock mehr drauf. Ich genieße es gerade total, dass ich einfach wirklich nur Musik machen kann und auch mit anderen Musikern zusammen und das natürlich ist auch so ein bisschen Wettbewerb, aber eigentlich unterstützen sich alle total und das genieße ich gerade sehr. Denn ich fühle nichts mehr, nein, ich fühle es nicht mehr. Mit Druck umzugehen ist eines der großen Themen für KünstlerInnen. Einen weiteren Tipp hat er von seiner Songwriting-Partnerin und Kollegin Madeline Juno bekommen. War, dass sie gesagt hat, für junge Künstler, und das muss ich auch für mich selber immer noch total lernen, ich bin ja auch noch total am Anfang, dass man sich selber für Fehler nicht verdammt von einem selbst. Also Fehler sind ja eh Ansichtssache so, aber dass man einfach, niemand macht alles perfekt von Anfang an, oder auch generell macht niemand alles perfekt, und dass man einfach damit sich selber ein bisschen cooler ist und genau, sich das, ja, einfach mit sich selber ein bisschen
lockerer umgeht. So. Ja, also einfach machen. Also es ist auch kurios, wie eigentlich Fehler so einen schlechten Ruf haben, weil total. Sie eigentlich fürs Leben so Gold wert sind. Voll. Genau, das ist, glaube ich, das, was sie damit auch einfach sagen wollte. Also im Vorhinein weiß man ja oft auch gar nicht, ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht. Die Sachen, die am coolsten am Ende sind, können ja am Anfang vielleicht... Hätte auch sein können, dass es ein Fehler ist. Zum Beispiel bei Paracetamol auch. Da war auch davor im Gespräch so, oh, ist das jetzt nicht, macht man damit jetzt nicht das zarte Blümchen von bitte hass uns nicht kaputt. Aber wir haben es alle gefeiert, alle gefühlt und der Song kommt anscheinend gut an und das freut mich total. Das heißt, hätte auch ein Fehler sein können und weiß man ja nie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Yes! Ups, wie Paracetamol für mich. Auch mit der Akustikgitarre hört sich der Song super an und seine Stimme kommt nochmal anders zur Geltung. Wir wollen mehr. Gibt es mehr? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Bald kommt ein Feature. Naja, okay, ich sag's. Wenn nicht, machen wir Piep. Genau, ich sag nicht mit wem. So, ich sag nicht mit wem. Okay, ja, das ist schon mal gut. Ja, genau. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und dann gibt's halt, wie gesagt, es gibt so viele Songs, die noch bereitstehen und die jetzt schon teilweise, wie ich auch schon ein, zwei Jahre rumliegen. Und ich freue mich einfach so krass drauf, dass sie jetzt alle rauskommen. Und dann hoffe ich, dass Live-Mucke jetzt wieder bald losgeht. Eigentlich wäre ich jetzt gerade eben, oder zumindest in einer Woche, wäre ich eigentlich bei Madeleine Juno als Support dabei. Das fällt jetzt weg. Das hoffe ich, dass das jetzt alles bald wieder normal seinen Lauf nimmt. Das wäre geil. Das wünsche ich mir auch. Du bist wie Paracetamol für mich. Du tust mir gut, glaub mir. Ich lüge nicht. Hey, ich bin Gregor Hägele und ihr schaut Bubblegum TV.